gerade vor der Detox. Du bist fertig? Ich bin fertig zum Gehen. Ich bin in Turi. Ich bin in Turi. Es ist keine in dem Wasser. Normalerweise nicht so eine gute Idee, aber du bist ja am Strand und am Strand. Halt mich im Augen. Im Fall vom Notfall kommst du mich retten, oder? Wie meinst du? Dass also, ich nackt reinspringe und dich rette? Ja, muss nicht unbedingt nackt sein. Retten alleine wäre schon. Aha, okay. Gut. Wo gehst du hin? Da, also schau, wie schön es ist. Es ist schon echt ein Traum. Wir waren schon unten. Sind viele Alger angespült und ist ein bisschen, man muss richtig runterklettern zum Reinkommen, aber sieht schon mal sehr gut aus. Ich hoffe, ich habe da dann ein paar Wellen. Wir haben Trailer auf Surfschuhe, ne? Das ist schon mal die erste Herausforderung vor dem Surfen hier ans Wasser kommen. Ich war auf jeden Fall im Wasser, aber es war mehr Baden als Surfen. Ah, okay. Aber schön, einfach herrlich. Alleine im Wasser. Die Kulisse genossen. Die Algen? Ja, sind schon was Algen, aber schau hier, die Klippentürmchen, türkisenes Wasser. Also, das ist schon was wert. Ja, gut. Gute Idee, ne? Ja. Oh, es ist sau schön hier. Sehr schön hier, meine ich. Sehr, sehr schön. Vor allem du. Oh. Das ist der schönste Ausblick. Wir waren dann jetzt gerade auch noch zu zweit auf dem Wasser. Und ich muss sagen, ich habe alles richtig gemacht. Heute Mittag war noch ein bisschen Wind drauf und die Welle war nicht so schön. Da war es nicht so gut. Nee. Und jetzt war es noch einfach mega, mega schön. Ja, traumhaft. Kein Wind, ganz glattes Wasser und die Wellen waren echt groß zum Teil. Ja, man sieht die Lines reinkommen. Liegen richtig schön. Hinter uns. Und zwar nicht nur einfach richtig schön von der Welle und von der Stimmung, sondern wir waren einfach auch wieder komplett alleine. Traumhaft. Also, ja, da ist die Jahreszeit schon, es war kühl, ich laufe jetzt wieder mit Jacke und so rum, aber es ist auch schon spät, es ist 7 Uhr. Ja, und wir hatten einfach das Wasser komplett für uns alleine. Das ist der Traum. Und wir stehen hier auch ganz alleine direkt am Wasser. Traumhaft, echt schön. Während wir hier genüsslich einen Kaffee genießen und den Keks,
Essen. Nach mal wieder eine sehr, sehr schöne Bellerei-Session. Haben wir uns einen Plan gemacht, wie es weitergeht. Das heißt, wir steigen gleich ins Auto und dann tanken wir erstmal Wasser auf und fahren die Westküste hoch. Wir sind gespannt, was uns da erwartet. Ja, ich auch. Wir waren jetzt lange an der Südküste unterwegs. Mhm. Jetzt geht's an die Westküste. Die Wetterlage dreht sich, also Windrichtung und so. Genau, ein Mistralwind. Also der Wind, der von Frankreich so runter weht und der bringt Welle. Und Wind. Ja, und gutes Wetter. Endlich haben wir die kurze Hose an. Also, aber das erste Mal, dass ich auf Sardinien die kurze Hose an habe, glaube ich. Ja, es tut auch mal wirklich gut. Ja. Los geht's. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Buongiorno, wir sind wieder wach und wir sind in Mariermi, hier in der schönen Bucht. Und schön ist es, auch wenn die Sonne gerade nicht da ist und es eher ein bisschen trüb ist. Richtig schön hier. Ne? Schöne Bucht. Ganz so ganz weißer Sand, aber nicht Sand, so Steine, so ganz kleine Steine. Sehen aus wie Tic-Tacs, fand ich. Hab hier einen Tic-Tacs, einen Strand voller Tic-Tacs. Mhm. Türkisblaues Wasser. Ich glaube auch gerade wegen der Steine. Wahrscheinlich wegen der Farbe. Und das klare Wasser. Ja. Und was wir dieses Mal überhaupt nicht gerafft haben, ist die Zeitumstellung. Wir sind sonntags erst irgendwie um 9:30 wach geworden, haben uns voll gewundert, boah, normal schlafen wir nie so lang. Und Montag immer noch, schon wieder so spät und abends können wir auch so lange wach bleiben, bis irgendjemand gesagt hat, es war Zeitumstellung. Wir waren völlig verwirrt, warum jetzt plötzlich von einem auf den anderen Tag wir so lange schlafen. Ja, wir waren echt ein bisschen verwundert. Ja, weil man auch irgendwie keine Termine oder was auch immer hat. Oder keinen Kalender, wo dann drin steht Zeitumstellung oder keine Ahnung. Das ist, glaube ich, war dieses Mal voll an uns vorbeigegangen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt es wahrscheinlich besser mitbekommen. Und, ja, aber spüren tut man es trotzdem immer. Ja. So, man kommt dann schlechter aus dem Bett. Will abends nicht früh ins Bett gehen. Was bei uns ja jetzt eigentlich total egal ist. Ja, egal, wann wir ins Bett gehen, wann wir aufstehen. Genau. Das ist auch das Schöne dran. Wir behalten einfach unseren Rhythmus weiter. Wir gehen ins Bett, wenn wir müde sind. Machen auf, wenn wir aufwachen. Ja, und jetzt gibt es dann Frühstück, wenn es Frühstück gibt. Also. Du wartest, bis es Frühstück gibt. Ich warte, bis es Frühstück gibt. Ich kann nicht warten, weil sonst passiert es den ganzen Tag nicht. Hallo. Ich, ja, okay. Das ist schon lange kein Frühstück, ja. Schatz, das Warten hat ein Ende. Oh, danke dir. Lass es schmecken. Mach ich. Ende vom Tag schon wieder. Der Jens ist da, ein Freund von mir aus Tübingen, hat Milchreis gemacht. Also das gibt's jetzt als Nachtisch. Mit Apfelmus. Mit Apfelmus. Das habe ich noch nie gegessen. Gute Bin mal Grüße. Gespannt. Nur das Beste. Ja. Und hier haben wir noch einen. Ja, wer bist du denn? Was willst du? Der will einfach nur gekuschelt werden und wartet die ganze Zeit schön draußen, bis jemand ihm streichelt. Sieht aus wie ein Kuschelbär. Ja, ist schon echt ein Kuschelbär, ne? Mhm. Ja. Wie war es heute, Kate? Anstrengend. Anstrengend? Anstrengend. Aber gut. Es war besser als gedacht. Es war Regen angesagt, aber es hat nicht geregnet. Und der Wind war ein bisschen wenig. Es war Kämpfen mit dem kleinen Board und so. Wir waren Wingen beide. Ja, ganz kurz. Jens hat aber das Meiste rausgeholt. Hallo Jens. Hallo. War ganz gut, oder? Gute Session heute. War sehr gut. Bei dir sah es sehr gut aus. Ich habe Bilder gemacht, die schauen wir jetzt mal an. Freue mich schon. Während wir deinen Milchreis genießen. Danke. Sehr schön. Danke dir. Also, schönen Abend. Ciao. Wir sind in Kapu Manu, das Wellenreit-Mekka von der Insel eigentlich, sag ich mal so. Die Sonne scheint. Herrlich, es ist warm. Nochmal ausnutzen, bevor die kalten Tage kommen. Und Kai ist gerade zum Wingen raus. Heute sind dann nicht so große Wellen, es windet ein bisschen, also
perfekt. Zu zweit sind sie draußen. Ich mach mal ein paar Aufnahmen. I was on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seemed. We found holes in these walls, we liked what we saw. Seems so strong until it falls, the final straw. Zu Wingen in Kapumanu? Es geht. Aber mit kleinem Swell. Mit kleinem Swell. Ich glaube, mit großem Swell ist schon. Da musst du woanders rein und raus, glaube ich. Da musst du, glaube ich, ganz unten rein. In der Bucht unten, ja. Aber sonst richtig schön, weil. War ja alleine. Ja. Zu zweit. Dominik. Sah nett aus. Und die Sonne scheint. Herrlich. Du lachst. Ist schon richtig schön. Ich war herrliche Session Wingen, kleine Session, war echt schön. Und jetzt haben wir gelünscht, Mittagessen und jetzt geht heraus hinter mir. Jetzt gehe ich mal an den Strand und mache ein paar Bilder von sie. Ja, und da kann ich auch schauen, wann sie wieder rauskommt, weil das ist das meiste Tricky mit den Steinen, das Schwierigste. Und da kann ich sie zur Not helfen. Also ich hoffe, dass nicht runter muss, aber ja, immer aufeinander achten. Und so sieht's aus. Ich habe die Kamera dabei und meine Surfschuhe und habe mir einen Boardshot angezogen. Falls es dann so sein sollte, dass sie da irgendwie Probleme hat oder sie will raus und sie winkt mir, dann springe ich halt schnell ins Wasser und helfe ihr. Aber bisher sieht's gut aus und ab und zu kommt auch ein ganz nettes Wellchen rein und Kate hat so zu sehen Spaß auf dem Wasser. Ist ganz alleine. Vorhin war die Steffi noch da, aber die ist downwind gefahren, die ist gar nicht mehr da. Deswegen, ja, einfach nacheinander auf dem Wasser. Auch schön. It was always on fire, our house, our dream. We were dancing on wire, reckless it seemed. No, I never felt like this before. You showed it all. Du hast mich gerettet. Ja. Was habe ich doch für ein Held? Ich bin kurz reingesprungen. Ich dachte, es ist einfacher. Ja. Kommst du besser raus. Nur deshalb bin ich auch aufs Wasser, weil ich gewusst habe, du holst mich auch, weil ich Angst hatte da über die Steine. Ich dachte, mich wäschst einfach da ein und dann liege ich wie so eine hilflose Robbe da rum. Nee, aber es war richtig gut. Du bist schön geflogen. Ja. Hat Spaß gemacht? Ja. Hauptsache Spaß und wieder gesund oder fit oder ganz heile. Dann jetzt duschen und dann im warmen Bus, oder? Ja.
Hammer. So machen wir es. Gut, dass ich noch rechtzeitig gekommen bin. Ja, da winde ich jetzt auch raus. Da steht noch ein einsamer Winger, die ist gerade gekommen, wenn Kate rausgegangen ist. Aber der hat auch keinen Wind mehr. Also Kate hat alles richtig gemacht, genau rechtzeitig rausgekommen. Ich habe gesehen, du ziehst am Strand dein T-Shirt aus und dachte ich, okay, jetzt ist Zeit rauszukommen, du machst dich bereit. Das ist Zeichen, ja. Genau. Wenn der Mann sich auszieht, ist das Zeichen, ich muss raus. Sehr gut. Wir hatten eine sehr, sehr stürmische und regnerische Nacht hier oben. Da hinten steht Loi. Dadurch sind die Wellen heute auch deutlich größer, weil es richtig gestürmt hat. Kai ist gerade wieder mit dem Wing raus in die großen Wellen. Ich traue mich das nicht, aber ich schaue ihm zu. Pass auf ihn auf und wenn es hier zu gefährlich ist, dann wieder raus zu klettern, rein ging. Aber raus über die Felsen geht nicht so gut. Dann fährt er hinten in die Bucht mit Sandstrand und da hole ich ihn dann nachher ab. Wenn er langsam sich auf den Weg nach unten macht, gehe ich zum Auto, setze mich rein und fahr los. Und da draußen fährt er. Er ist jetzt auch nicht alleine. Da kam noch ein Winger von unten hochgefahren. Da bin ich ganz froh drum. Dann ist er nicht ganz alleine hier auf dem Wasser. Wow. Ich sitze hier oben auf dem Felsen. Und ich muss sagen, ich glaube, es sieht nach Spaß aus bei Kai. Es sieht richtig, richtig gut aus. Und ja, macht auch Spaß zuzugucken. Richtig, richtig schön. Dass er sich langsam auf dem Weg nach unten macht. Das heißt, ich laufe zum Auto und mache mich auch auf den Weg und hole ihn ab. Ich sitze bereit im Bus, das kann losgehen. Andiamos, habe ich gelernt von euch. Nicht vamos, das war in Spanien, jetzt heißt Andiamos. Los geht's. Ein Wingmeister. Jawohl! Sah Hammer aus. Riesenwellen hattest du. Oh, richtig geil war es. Da habe ich mich ganz angespannt am Strand. Danke für den Abholservice. Abholservice, ja, du bist hier runtergefahren. Ja, hier ist Kai angekommen. Da unten? Hier Flachwasser, keine Welle. Der Kies ist. Bisschen entspannter zum Rausgehen wie über die Steine. Hm? Und ich war schneller wie die. Du. Ja, und entspannter. Ich bin voll die Hobbelpiste gefahren. Ja. Aber jetzt stehen wir hier geschickt für die Nacht, weil es soll wieder stürmen. Jetzt stehen wir im Windschutz von dem Haus und dann haben wir hoffentlich eine bessere Nacht.
so hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Guten Morgen, Kaffee und Kekse. Ja. Wir hatten eine ruhigere Nacht als letzte Nacht. Es war aber auch heute Morgen um, was war's, 5:30 herum? 5:30, 6:00. Boah, da hat es wieder gestürmt, geregnet und es hat auch geblitzt und gedonnert sogar. Ja. Da war es schon laut wieder. Aber da war es laut, aber wir sind aufgewacht, da hat die Sonne geschienen. Das stimmt ein bisschen, ja. Ganz kurz, aber es ist eher frisch. Frisch. Soll heute richtig ja. kalt sein, nur so 10 Grad oder so, oder 11 Grad tags. Ja, wir kuscheln uns ein. Wir mussten heute Fließdecke ja. über die Decke legen, weil es sonst einfach zu kalt gewesen wäre, weil es wieder eine kalte Nacht war. Das war aber, glaube ich, hoffentlich jetzt die letzte erstmal. Es wird ja. dann wieder, ab morgen wird es wieder wärmer. Dann verabschieden wir uns auch schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt auch eine schöne Woche gehabt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Dach, dach. Dui, dui.